Ja, grüß euch. Mich freut es, dass die Jingles so weihnachtlich sein heute. Ich habe nämlich was Passendes zu diesem Weihnachtsfest und die Einleitung nur deshalb, dass ihr euch ein bisschen auf den Tiroler Dialekt einstellen könnt. Der Text heißt Verliebt, Verlobt, Verheiratet und ist so dreiteilig. Verliebt. Verliebt hat man sich, wenn man beim Bussle an der falschen Pick geblieben. Verlobt. Ich geb dir mein Wort. Der Rest ist auch für dich. Der Rest bin ich. Das Wesentliche vom Rest ist es, kein Ganzes zu sein. Ich bin ganz gut zu weit, aber besser noch zu zweit. Gib mir ein Rest und mach mich ganz und gar. Ich geb dir mein Wort. Mich kannst du nachher kalten. Wie kann man halten, drucken und umarmen? Das Wesentliche vom Umarmen ist es, ein Kern zu umschließen. Du bist der Kern der Sache, aber Sache klingt so distanziert. Du bist ein guter Kern, ich bin ein guter Kerl. Du bist der Kern, der mir ganz nah. Ganz nah, ganz gut so weit, aber besser mit Verbundenheit. Bist du des Pudels Kern, lass mich dein Knuddler sein. Bist du des Rudels Stern, lass mich die letzte Nudel sein, die dir den Rest gibt, der dir noch fehlt, um ganz perfekt zu sein. Ich geb dir mein Wort. Und das, was in mir steckt weder Teufel noch Detail, in mir steckt allerlei Überraschendes. Das Wesentliche von Überraschung ist es, unvorhersehbar zu sein. Ich bin dir dein rund um die Uhr Happy Hour unvorhersehbar Keeper. Lass dir von mir reinen Wahn einschenken. Wahn ist der sechste Sinn. Wahn ist in Mausen eingesetzt, erhetzt dir ohne Gleiche. Das Wesentliche von einer Hetz ist es, ein lockeres Verhältnis zum Freund ernst zu unterhalten. Das Wesen von einer Hetz ist es, zu unterhalten. Gut, Unterhaltung lässt sich auch etwas Restriktives verstehen. Bodenhaltung, Käfighaltung, Zwinger. Doch, für uns soll immer gelten, lieber Lugner City Swinger Club als Geld bleibt Job Karriere Druck. Ja, hätten wir wiederholen müssen. Wir unterhalten uns anders. Geht dein Mund auf, na wird's bald bunter. Hältst du mich aus, halt ich die unter. Und unter mir ist ganz gut Kichererbsen essen. Unter mir ist unter uns gesät noch kaum mal wer verhungert. Ich geb dir, du weißt schon was, alles. Und mein Wort, jetzt gar mit Schmalz umstrich. Ich will dein Herz und für die Sorge tragen. Ich will die auf und innen Arm nehmen. Ich will in und mit dir auf und untergehen. Und das, was in mir steckt, kann auch die befruchten. Das nennt man wohl frivol. Ich nenn's wahre Lust an dir. Werd mein einzig wahre. Werd wahr für mich. Wahr mit H. Wahr mit H. Herren und Haftschalen, wenn sie nachher irgendwann einmal notwendig sein sollte. War mit Augenbrauen, Urwald, mit Achselhaar, Lianen und Uterusverbuschung. Werd war für mich mit landläufigen Breichdunkeln, urbanen Neurosen und vegetarischen Marotte. Das Wesen von landläufigen Breich ist ihre Beständigkeit. Das Wesen, danke, von urbanen Neurose veranschaulicht das Gesamtwerk von Woody Allen. Und das Wesen von vegetarischen Marotte wäre ein eigener Text wert. Mit dem Titel So ja, so nein, so nicht. Was steuert du? Du, die Zuneigung verdienst. Du, das Wesentliche von dem Text. Du, der Schreibgrund und der Wortschatz. Ich habe dir gerade 481 zusammenhängende Worte geschenkt, um die für mich zu stimmen. Verspricht er aber, wenn ich da nicht passe, trotzdem mit nachtragend eher nachhaltig zurückhaltend zu sein, weil ich versprich mir gerne und ich gebe dir gerne mein Wort, damit du das Letzte hast. Verheiratet? Ich spreiz Fuß in dein Tier und angel mir ins Schlüsselbund fürs Leben. Danke. Danke für den Jingle, passt sehr gut zum Text.
Es ist ein brandaktueller Text, man könnte fast sagen, es ist ein sodbrandaktueller Text. Es geht nur ums Saufen. Der Text heißt Wiener Adventbunsch und es ist ja so, dass diese ganzen Märkte jetzt wieder aufsperren und das ist jetzt praktisch ein Streifzug durch den Advent. 2. Dezember, 1. Adventssonntag. Herr, ich kann da nichts lesen. Herr, lass ich kann einzig im Christkindlmarkt in Wien und Umgebung aus. Und keine Punschsorten. Erste Station, Alts AKH, trinken, bis der Arzt kommt. Wenn meiner roten Nase einen Job als Clown-Doktor anboten kriegt. 3. Dezember. Am Adventmarkt in Kloster Neuburg noch 6 Vierteln Rundpunsch, 3 neue Strophen von Stuhlenacht dicht. Laut vorgesungen. Des Marktes verwiesen wurden. Das Ende vom Lied, leise Bieseln im Schnee. 4. Dezember. Am Markt in Hierstetten, an winzigen, eibetonierten Plastikgrießbahn mit Kinderpunsch gossen. Da wird ein bisschen wächst. Kinderputsch ist sonst eh für nichts gut. Schadenersatz wegen der durchbrennenden Lichterketten verweigert. Selber durchbrennt. 5. Dezember. Nach 8 Vierteln Nikolauspunsch in die Buten von Krampus gespielt. Mit der Ruten verdroschen wurden. 6. Dezember. Nach 8 Vierteln Teufelspunsch im Sack von heiligen Nikolaus gespielt. Mit dem Bischofsstab verdroschen wurden. 7. Dezember. Trotz 11 Vierteln Wikingerpunsch Elch das leider nicht bestanden. Am Heimweg zweimal überschlagen. 8. Dezember. 12 Heferl Kokospunsch auf nüchternen Magen runtergelacht. Quasi unbefleckte Empfängnis. Trotzdem bis übers Christbaumkreuz angespielt. 9. Dezember. Sonntag, 2. Advent. Glaube ich. Pur lauter Restalkohol auf keinen einzigen Markt gefunden. Doppelpackung Aspirin zum Frühstück, dann 14 Kregeln beim Wirten ums Eck. Den gescheiten Rausch brauche ich keinen Advent. 10. Dezember. Noch 9 Vierteln Whiskypunsch im 7. Himmel. Sämtliche Engel singen gehört. Später leider Stern von Bethlehem gerissen. Von mitleidigen Marktbesucher in der Vergiftungszentrale angegeben wurden. 11. Dezember. Noch unzählige Turbopunsch am Heimweg aus der Kurve geflogen. Am Arsch gehauen. Bremsbacken, Feuer eingesetzt. Hämorrhoiden ohne Narkose abgeschliffen. Im Rausch in der Ambulanz ausgeschlafen. 12. Dezember. Wieder voll motiviert. Im Weihnachtsdorf abwechselnd. Orangenpunsch, Zitronenpunsch, Kiwipunsch. Quasi von jedem Dorf ein Punsch. Bis zum Vitamin C-Schock. Notarzt. 13. Dezember. 4 Liter Bierpunsch am Adventmarkt vor Schönbrunn. Mit zarten Grießbaum umflogen. Leichter elektrischer Schlag von der Weihnachtsbeleuchtung. Stromausfall in ganz Hitze. Im Palmenhaus unter dem Weihnachtsstern aufgewacht. 14. Dezember. Noch viel Eierlikörpunsch. Mein Nachbarn komplett unabsichtlich mit einem Sternspritz ins Auge gefahren. 10 Karibikpunsch zur Versöhnung. Trotzdem mit einem Pfeilchen heimgekommen. Auge um Auge, hat mein Nachbar gesagt. 15. Dezember. Noch ein paar Hefeln Ananaspunsch dermaßen ausgesoffen gewesen, dass ich mir heuer nicht mehr den Schlüssel abgefunden hätte. Anschließend beinahe aus dem Fenster von meinem Adventkalender gefallen. 16. Dezember, Sonntag, Advent, 3. Wurscht. Nach ca. 11 Skifahrerpunsch am Spiegelberg unter einer Lawine von handgeschnitzten Brettenfiguren begraben. 17. Dezember. Nur mehr eine Woche bis zum heiligen Abend. Zeit zur Inneneinkehr. Meditationspunsch. Im Bereich einer neuen Bewusstseinsebene. Mein seelisches Gleichgewicht gefunden, die Schlangen liegen und heimgegangen. 18. Dezember. Noch 4 Liter Honigpunsch auf einer Christbaumkugel ausgerutscht. Um den Sturz abzufangen, auf den heißen Ofen von Maroni Bruder der Rente. Meine Haut 3 Stunden lang zum Ankühlen in Schneepunsch taucht. Zum Aufwärmen gleichzeitig Glühwein intravenös. 19. Dezember. Noch 13 Lebkuchen Kirschpunsch. Mystisches Erlebnis mit Ochs und Esel in der Krippen.
Polizeiliche Anzeige wegen öffentlicher Entblößung und versuchter Sodomie. Dezember. Am Adventmarkt, am Hof, noch 15 Wodka-Punsch. In ein paar mindestens 8 Meter lange Grießbaumkäden verfangen. Von der Feuerwehr erst noch Stunden ausgeschnitten. Mit ganzem Löschzug weitergesoffen. Dann erst am nächsten Tag in der Früh. 21. Dezember, Apokalypse Now. Aber ich bin vorbereitet. Weltuntergangsbunsch in Vösendorf. Nennt der SCS. Anschließende Herbergsuche vergeblich. Und meine Adresse vergessen. 22. Dezember. Vor lauter Freude, dass die Welt da noch steht, unter einem Mistelzweig eine wildfremde Frau abbusselt. Dafür brennhassen Liebesbunsch ins Knackschild kriegt. Randblasen trotz minus 15 Grad. 23. Dezember, Advent, Sonntag schon wieder irgendeiner. 86 fremde Bunschhefern zurückgebracht und in Einsatz kassiert. Endlich Geld für Weihnachtsgeschenke. Leider gleich wieder alles versoffen. Wurscht, nicht eine Bus, was ich kaufe. 24. Dezember, heuerlicher Abend, leider den ganzen Tag verschlafen. Erst am 25. Mittag auf einem mir komplett unbekannten Markt aufgewacht. In der Krippen. Statt ein Jesuskind. Eine schöne Bescherung. Den Punsch abgeschworen. Nur mehr Bier und Wein und Schnaps. Merry Christmas. Aber gut, Schastler. Super. Das macht sich. Ja, inspiriert wurde ich von einem allseits bekannten Herrn Hans. Der hat zeitgeschichtliche ja, also das ein kleines Blockhaus, ca. 30 Kilometer südlich von Berlin an einem Fluss. Neben dem Haus die russische Kommandantur. 1945, ich war gerade keine 6 Jahre alt. Da steht ein Russe in Uniform an einem alten Kahn gelehnt und spielt auf dem Akkordeon. Ich den hören und nicht geh hin. Meine Mutter stand im Brunnen und hat das Geschirr abgewaschen und gebrüllt, Hannelore, komm sofort zurück. Ich wollte aber nicht. Der Soldat hat so schön gespielt. Und gesungen hat er auch. Ich war ganz hin und weg. Im Unterbewusstsein habe ich mitgekriegt, dass meine Mutter mir immer wieder gerufen hat. Das Rufen wurde immer lauter, bis der Russe rief, Frau, keine Angst, wir lieben Kinder. Irgendwann hat er dann aufgehört mit der Musik und ich bin zu meiner Mutter gegangen, in Erwartung einiger Ohrfeigen. War aber nicht. Sie stand nur da mit dem feuerroten Kopf. Ich drehe mich um. Sehe, was meine Mutter so eingebremst hat und dass sie mich mir nicht weggezerrt hat. Ich habe so intensiv zugehört, wie der Soldat gespielt hat, dass ich nicht bemerkt habe, was hinter mir vorging. Da standen 3 Tonnen mit Wasser und mindestens 6 Russen haben da splitternackt gebadet. Es bleibt leider grauslich. Den Schnaps hätten wir angehandelt, jetzt kommen wir zur Liebe. Der Text ist jetzt nicht nur grauslich, sondern frauenfeindlich auch noch. Das verrat schon ein bisschen der Titel. 50 Ways to Leave Your Lover. Bei einer jeden Insektenkundlerin mache ich die Fliegen. Einer jeden Wirtin gehe ich Beule. Am Opernball tanze ich mit einer jeden nur in Abschiedswalzer. Wenn mich eine Bäckerin mit ihrer Liebe verfolgt, gehe ich weg wie die warmen Semen. Wenn mir eine Standesbeamtin einfangen will, dann sind wir geschiedene Leute. Immer, wenn ich mit einer Frau im Brode spazieren gehe, denke ich mir, besser ein End mit Schrecken wie ein Schrecken ohne End und dann hupfe ich in die nächste Geisterbahn und fahre davon. Und wenn mir da drinnen ein weibliches Gespenst auflauert, dann sage ich zu ihr nur, dir möchte ich auch nicht im Finstern begegnen.
Und dann stelle ich mich tot, damit sie glaubt, ich bin ein Kollege. Bei jedem Architektin hau ich mich über die Häuser, an jedem Zahnärztin Bulle aus. Einer Optikerin tritt ich erst gar nicht unter Tagen. Mit einer Schwimmlehrerin ist für mich schon am 1. Mai Bodeschluss. Jeder Schauspielerin lege ich eine Abschiedsszene vom Feinsten hin. Und dabei das Publikum noch applaudiert, bin ich schon angepasst. Bei einer Bifkinesin verküsse ich mich auf der Stelle. Und dann eine Russin zu mir sagt, dabei, dann lasse ich mir das nicht zweimal sagen. Chinesinnen gängen mir einen Glückskeks. Und Japanerinnen mag ich auch nicht. Bei mir hätte nicht einmal die Fukushima einen Grund zum Strahlen. Auf der Flucht vor einer Extremsportlerin darf ich im Notfall sogar aus der Stratosphäre hupfen und mit Luft auflösen. Und wenn es mir nachhupft, darf ich ganz schnell die Reißleine ziehen. Bei jeder Raumpflegerin darf ich mich putzen, bei jeder Indianerin darf ich mich schleichen wie der Winnetou. Und sogar, wenn man Beduinen durch die trockenste Wüste verfolgt, darf ich verschwinden wie ein feuchter Schaß. Im Treppfelbad sage ich, alte, geht die Brausen. Auf der Autobahn-Raststätte sage ich, alte Frau. Und beim Marathonlauf sage ich, alte, mach Meter. Überhaupt, ich gebe einer jeden Leichtathletin auf der Stall den Laufpass. Und zu einer jeden Kerzelschlickerin sage ich, geh mit Gott. Bei einer jeden Pfadfinderin schlage ich mich seitlich in die Büsch. Und mit einer jeden Soldatin spielt es immer nur Beziehungsende im Gelände. Bei einer Kinderärztin wäre ich nicht alt. Mir kann auch jede Kleptomanin gestohlen bleiben. Wenn mir eine Einwanderin nachrennt, darf ich auswandern. Und wenn man so eine Literaturzeitschriftenverkäuferin mit einem Radieschen daherkommt, habe ich mich rettig. So süß kann keine Alpinistin sein, dass ich nicht gleich über alle Berge bin. Zu einer jeden Bildhauerin sage ich, Marmor, Stein und Eisen bricht. Und für mich war das dann auch schon das Ende vom Lied. Bei einer Meteorologin bin ich Wolken, jede Sonnenanbeterin lasse ich im Regen stehen. Bei einer jeden Matrosin scheut, dass ich Land gewinne. Jede Postlerin kriegt von mir einen blauen Brief und jede Beziehung mit einer Lokführerin endet am Totengleis. Wenn ein DJ die nächste Platte nur für mich auflegt, dann ist das schon wieder Trennscheiben. Tierpflegerinnen kriegen von mir keine Streicheleinheiten. Mit einer jeden Journalistin gibt es täglich Redaktionsschluss und mit jeder Bildreporterin ein Fotofinish. Während meine Verehrerinnen noch krampfhaft zum Annehmen probieren, habe ich mich schon lange dünn gemacht. Bei jeder Mathematikerin gerade sich die Kurven, bei einer jeden Kirchen ist der Ofen aus. Ich darf höllisch aufpassen, dass ich bei einer Archäologin nicht womöglich nur einen bleibenden Abdruck hinterlasse. Und auch wenn eine Katz noch so fesch ist, ich sag nur zu ihr, aus dem Aus. Bei mir rennt auch jede Innenarchitektin gegen eine Wand, bei mir verkühlt sie auch jede HNO-Ärztin. Jede Pianistin schaut bei mir durch die Finger. Zu einer Epileptikerin darf ich nur sagen, Papa, und fallen. Aus der Beziehung mit einer Programmiererin darf ich mich ganz schnell wieder ausloggen. Und die Eintreiberin von der GIS ist bei mir schneller angemeldet wie der Fernseher. Sogar auf ihrem Totenbett darf ich einer jeden Verehrerin noch meine famous last words ins Ohr hauchen. Obwohl es dann zugegeben vielleicht ein bisschen spät ist. Darum fange ich lieber schon bei die Circling an. Hasta la vista, Baby.